Willkommen hier wieder zurück zu Wildflowers. So, Zeit ist ein bisschen vergangen. Wir suchen ganz kurz Zephyr auf. Nee, Zephyr? Doch, Zephyr. Im Kasten. Amira hier, egal. Warte mal, was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen hierfür... Welche war es der Minenroboter? 25, also 15 fehlen uns noch. Oh Mann. Was ist das? Perlenstaub. Wir müssen erstmal Perlen finden. Oh Mann. My Versorium! Oh, thank you so much. I can't believe you kept experimenting this whole time without it. Ah, goblins build up resistance to electrical shocks over time. Oh, but the big currents still make me sit straight up, I'll tell you what. I appreciate you giving me a hand. Dein Sommerformel, deine Energieleistung dauerhaft verlängert. Dullness binds my body tightly. Awaken me and make me sprightly. Oh, schön. You know, goblin cuisine doesn't use sugar. Ma said it was so human to make food sweeter. And my sister'd make fun of my sugar cravings. But I still have a sweet tooth. If I lived in Fairhaven, I'd go to that precious blonde fella's bakery every day. Soll sie hier nur irgendwo begegnen? Muss dann noch Sinn macht. Das ist schon mal schön. Also das heißt, Zephyr haben wir abgeschlossen, wenn man das mal so nimmt. Brauchen wir halt nur ja, Zeitvertreib, bisschen Eisen sammeln, bisschen Gold, ein bisschen Silber. Silber sammeln, na super. Was wünscht man sich mehr? Silber ist die einzige Ressource, die ich halt irgendwie nicht so in Massen habe und nicht kaufen kann. Aber gut. Mir kostet das hier nicht so viel Ressourcen wie bei manchen anderen Spielen. Positionierung ist auf, wo man steht übrigens, ne? Sonst kann man das nicht perfekt zerschlagen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne lieber Silber statt Kupfer und Gold, aber ist in Ordnung. Wo hat der denn das Silber hingeballert? Oh, jetzt hat er den Sand geholt. Wenn wir nebenbei noch irgendwas anderes finden, umso besser. Ich weiß gar nicht, Diamantenpulver. Wie lange hält das eigentlich? 2 Wochen. Unendlich Energie? Hab ich gar nicht geguckt, hätte ich mal gucken sollen. Gleich, wie viel Silber jetzt mir jetzt fehlt. Ich glaube, wir brauchten 25 oder sowas. Wenn jetzt gerade erstmal 13. Ich glaube, es sind 25, die mir fehlen. Das heißt also, jetzt haben wir 14. Fehlt uns noch einiges. Würde ich mir den anderen herstellen. Wer den für die Mine haben. Das heißt, jetzt fehlen mir also noch 20 Stück. Beziehungsweise 19, weil ich hatte ja gerade schon wieder einen.
Also insgesamt muss in meinem Inventar dann 30 Stück sein. Ach Gott, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Auch noch ein Stein. Die Schaufel. Okay, wir haben 30, 16. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Jetzt haben wir noch 13 Stück, 12 Stück. Will nicht so, wie ich gerne hätte. Kein Gold, ich brauche noch kein Gold. Ja. Müssen mir noch 9 fehlen. Meine Rechnung richtig ist, genau. Wäre natürlich nice, wenn ich das alles in der Zeit schaffen würde, aber ich bezweifle es. Da habe ich jetzt schon echt das entspannte Spielen an. Stück. Fünf. Ja, drei. Nee. Zwei, es könnte funktionieren. Oh nein, ich habe nichts mehr. Einer? Nicht graben. Nicht graben. Oh, da vorne lang. Perfekt. Nein, sie hat zu. Warum hat sie zu? 17 Uhr auf. Warum hat sie zu? Nein! Nein! Warum hat sie zu? Wo ist sie? Das ist dann ein Event mit ihr. Das ist hundertprozentig dann ein Event mit ihr. Oh, hab ich wieder ein Pech. Wo rennt sie denn jetzt rum? Muss ich das Event mit ihr auslösen? Hat auch schon wieder ein Event. Hey Tara, some of my volunteers were going to pass out some flyers. They want to introduce my ideas for a new, improved Fairhaven to the community. Let me guess. You need paper? You got it. It would be great to have you join the Marty Party. Okay. Sure. No problem. That's great news. As quick as you can, we gotta get moving. 20 Papier. Ding ist, ich muss ihn jetzt abfangen, bevor er bei sich zu Hause ankommt. Stell dahin. Ihm entgegenrennen.
Frage ist halt, kommt er jetzt hier unten lang oder kommt er hier oben lang? Besser. Ist nicht gedacht, dass ich so schnell bin, hä? Do you have my paper yet? We have to get the word out about Fairhaven of the future. Yes, bitte. Here it is. Thanks. Now, which side do you think I should use for the photo? My right or my left? I'm joking. I don't have a bad side. Also, jetzt nochmal. Wo ist unsere Schmiedin? Bestimmt, sie könnte im Wald sein. Ich hoffe, dass es im Wald ist. Da finde ich auch wieder eine Walnuss. Hier finde ich nur sie. Mit ihr kann ich nicht reden, weil ich schon geredet hatte. Schade. Toll, und morgen hat sie zu. Das ist doch doof. Ah. Kann ich landen? Doch, ich wollte schon sagen. Da ist sie nicht. Ist sie auch nicht. Wo könnte sie denn jetzt schon wieder sein? Das sind dann so die Sachen, wo man sich manchmal so wünscht. Wo? Oh. Sag mir einfach, wo ist sie? Wenn ich jetzt so einen schönen Roboter haben können. Aber nein, ich muss einen Tag warten. Anzapfen. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Gehen wir nach hier oben und hoffen mal, dass sie vielleicht da oben ist. Aussicht genießen. Was ich. Hier, da ist sie. I've always had a bit of an aversion to marriage, if I'm honest. Probably because all of my cousins let themselves be set up by the most famous matchmaker in Mumbai. To be fair, they all seem pretty happy. But that just wasn't for me. Okay. Hier sind wir anscheinend auch voll. Wir haben dann auch ein Event. Ich dreh durch. Dann krieg ich nicht mal mehr ein Rezept hier. Was ist denn hier los? Is it a... Oh, ein Pirinha. Schön. Das hier auch nicht. Dann lohnt sich jetzt auch nicht zu Zephyr zu gehen. Das ist doch ärgerlich. Das ist ärgerlich. Kannst du morgen auf? Samstag, okay. Hat es auch nur früher Feierabend gemacht, weil es ihr nicht gut ging. Kann ja sein. Man weiß ja nicht. So, aber jetzt erstmal hier wieder zum Hexenzirkel. Hier können wir auch noch holen. Mondblume.
What about you, Adept? Is your familiar around here somewhere? Of course. She's a red fox that Ariel rescued from a trap a few years ago. She's a little skittish, but oh, I adore her. Eigentlich wollte ich daran, aber ist auch in Ordnung. Mondblume. Na gut, die füllt natürlich die Magie extrem schnell auf. Hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen sollen. Egal. Weiter geht's hier mit der Story. Are the potions ready? Yes, here they are. Wonderful. I'll take one now. Give the rest out to each member of the coven. Nein, okay. Thanks. For what? The potion, of course. I haven't given it to you yet. Never mind. Here you go, Farseer. Was sagen? Natürlich weiß er das. Here you go. Thanks, new witch. This smells great. I'll mix it up with some of my own stock when I get back to the bar. Here you go, Adept. Appreciated. Plants certainly can be powerful, no? I always thought so, just maybe not so literally. Here you go, herbalist. Thanks! I can get used to this new title. Alle Aufgaben erfüllt. I've handed out the potions to everyone. Well then, all that is left is to drink your own. Ugh, tastes like grass. If you want to quibble over taste, speak to the journeyman next time. Thank you for all your help. I've been saving these for an emergency, but your propensity for trouble suggests you could use an emergency supply too. Dawn, dusk, morning, night. Hide this place from plainer sight. Also wenn ich in die Nähe gehe, dann taucht es auf. Nice. Aber neue Aufgaben sind jetzt noch gar nicht verfügbar, ne? Das heißt, da wird jetzt nichts gesehen. Und die Leute stehen weiterhin auf verschlossenen Türen, wenn man es mal so nimmt. Wenn ich das hier noch irgendwas auf hat, besonders in der Kneipe von Damien, war ich echt sowas von selten. Wer die hat auf, wie kann er denn gleichzeitig da sein? Respekt, Junge, Respekt. It must be election time again. I can tell because Otto actually stopped to talk to me. I work right next to his dad and I think he said hello to me twice in 4 years. Ah, das ist ein Nachbar, auf den man sich freuen kann. Den Otto. I keep pinching myself. I still can't believe I'm getting married. I always had a hard time telling guys I was interested, so I didn't have that many boyfriends before Francis. Luckily, Francis is pretty good at asking for what he wants. Alle kommen noch da hinten in die Ecke. I totally get Marty's impulse to want to come here and stir things up a bit. Messenger Connor did that with the Consciousness Center, but I don't know. I think before trying to change a place, it might be a good idea to at least try learning about it first. Damon schon. When fall starts, it's pumpkin this and pumpkin that, but who cares when Oktoberfest is around the corner? As Bruno can no doubt tell you, there's nothing like a good German Marzenbier. Prost! Hier kann ich Bier kaufen. Hier kann durch das Vergären von Hopfen ein Gärfass in deinem Werkzeugschuppen hergestellt werden. Das Trinken stellt etwas Magie wieder her, kostet aber Energie.
der Rezepte. Und das ist ein Apfel-Martini. Warte mal, was kann ich denn an ihn verkaufen? Ah, guck mal. Ein paar neue Rezepte hier. Wunderbar. Rezeptbuch für Barkeeper Whisky. Was haben wir hier noch? Mojito, Pina Colada und Wein. Würde mich nicht wundern, wenn der Wesley Wein mag. Okay, na, vielleicht haben wir nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Aber wir haben andere Sachen geschafft. Das ist das, was zählt, dass wir vorankommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und lasst doch gerne auch ein Abo da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert auch die Glocke. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.